Ja, in diesem Video geht es um den Breakaway-Plan. Der Breakaway-Plan, ich nehme es vorweg, ist ja mein Lieblingsplan, wenn man das so will. Das ist der Plan, den ich ja am meisten favorisiere. Natürlich ist es immer so ein Stück weit auch Geschmackssache, aber für mich ist es der Plan, der für mich am stimmigsten ist und ja, den ich auch zum Beispiel oder den wir auch in unserem aktuellen Partnerunternehmen halt eben haben. Der Breakaway-Plan funktioniert folgendermaßen. Und zwar musst du dir ja den vorstellen wie so eine Treppe, ja. Und auf dieser Treppe gibt es unterschiedliche Provisionssätze. Das heißt, beim Einstieg ist die Provision geringer, wie jetzt zum Beispiel auf der höchsten Stufe, ja. Der Beginner kriegt dann zum Beispiel 20%, während die höchste Stufe der Direktor oder der Diamant oder wie auch immer die Stufen dann im Unternehmen heißen, dann halt zum Beispiel 70% erhält für einen Abschluss. So, und jetzt gibt es da im Prinzip zwei Formen. Einmal die Provision für den eigenen Abschluss. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Direktor hier einen Vertrag abschließt, ja, oder ein Produkt verkauft, welches zum Beispiel 100 € Provision einbringt, dann würde jetzt der Direktor hier in diesem Beispiel 70 € Abschlussprovision erhalten, ja. Die restlichen Prozente verbleiben dann bei der Firma. Und das ist so das, was man halt an Abschlussprovisionen dann auf den Eigenumsatz quasi erhält. Wenn du natürlich anfängst, ist es ja weniger, und dieser Plan ist halt auch auf Langfristigkeit dementsprechend ausgelegt, weil natürlich mit jeder erreichten Karrierestufe du mehr Provision erhältst und natürlich wird dann dadurch auch die Treue beim Unternehmen halt auch ein Stück weit belohnt, was ich sehr, sehr gut finde. Ein weiterer Vorteil ist, dass du, bevor ich jetzt auf die Differenzprovision noch zu sprechen komme, dass du bis in die unendliche Tiefe partizipierst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal an, du bist Direktor und bekommst diese 70% hier und du hast jetzt einen Teampartner Firstline, der diese 50% bekommt, dann ist alles, was hier in dieser Ebene passiert, ja, da partizipierst du mit, weil du dann nämlich diese Differenz hier bekommst, ja, diese 20% Differenz auf alles, was hier passiert, ja, und das macht das Ganze natürlich äußerst attraktiv, weil du ja nicht begrenzt bist, sowohl in die Breite als auch in die Tiefe, weil du kannst so viele First Lines sponsern, wie du willst, ja, und dementsprechend ist auch nach unten hin nichts gedeckelt, ja. Und das ist halt einer der größten Vorteile, den man in diesem Plan dann eben halt auch hat. Die Differenzprovision funktioniert, habe ich eben schon angeschnitten, funktioniert wie folgt. Wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir hier die Stufe, oder wenn du Direktor bist und du hast einen Partner, Firstline gesponsert, der jetzt hier auf dieser Stufe aktuell ist und der macht jetzt mit seinem Team quasi, sagen wir mal, einen Umsatz von 1.000 €, dann wäre jetzt hier die Differenz, ja, von 30 zu 70% wären 40%, dann wären das hier 400 €, die du dementsprechend erhältst, ja, jetzt in diesem Beispiel relativ vereinfacht. Und ja, egal mit wie vielen Leuten der das Ganze dann halt eben bewerkstelligt. Das heißt, du profitierst bis auf die unendliche Tiefe dann dementsprechend mit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Leistungsträger, Führungspersönlichkeiten, dass die sich in diesem Plan super wohlfühlen, ja, weil du hier halt, ja, ich sag mal, unbegrenzt dementsprechend wachsen kannst und weil gerade wenn du langfristiges Geschäft aufbauen kannst, hier auch ja, hervorragende Möglichkeiten hast, nicht nur was den Verdienst betrifft, sondern dementsprechend auch, was ein stabiles Einkommen halt betrifft, ne? Je höher der Rang, desto höher ist dann auch logischerweise die Provision. Und ja, der Plan belohnt halt vor allen Dingen die Menschen, die halt langfristig einem Unternehmen die Treue halten. Soweit ich das für mich überblicke, sind die
größten Unternehmen, ja, die richtigen Player in einem Unternehmen, die schon sehr, sehr lange am Markt sind, die beruhen auf dem Breakaway-Plan. Natürlich, der Breakaway-Plan, den gibt es in vielen Facetten und in vielen Varianten, aber im Kern ja, ist das der Plan, mit dem, ja, soweit ich das immer sehe, die größten Unternehmen am Markt ja, am Start sind. Ja. Dann gibt es für die Führungskräfte in der Regel in diesem Plan immer noch zusätzliche Sonderleistungen, ja, das können Teamleiterboni sein, wie auch immer, die dann nochmal on top eben auf die Differenzprovisionen draufkommen. Allerdings, der Plan hat auch einen Nachteil, ja, und den darf man auf keinen Fall verschweigen, weil den muss man einfach wissen. Und zwar, der Breakaway-Plan heißt halt deshalb so, weil du partizipierst nur so lange an einer Linie mit, solange eine Differenz da ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal hier die 50%-Stufe hättest und ein Partner hat ebenfalls diese 50%-Stufe, dann ist ja keine Differenz mehr da. Das heißt, ab diesem Moment bricht dir quasi die Linie weg, also break away, ja. Und du hast dann keinen finanziellen Vorteil mehr an dieser Linie, so lange, bis wieder eine Differenz da ist. Ja, es gibt Unternehmen, da bricht die Linie komplett weg. Es gibt aber auch Unternehmen, da zählen zum Beispiel alle Punkte oder die Umsätze, die für die Beförderungen und so weiter gezählt werden, die zählen weiter mit, auch wenn keine Differenz mehr da ist oder theoretisch die Person sogar schon eine Stufe höher ist. Ja, dann zählen die Punkte trotzdem noch für die Person dann dementsprechend mit. Sollte man eben halt einfach wissen. Passiert aber auch in der Regel nur dann, wenn eine Person zum Beispiel jetzt einen starken Partner sponsert und dann einfach halt auch, ich sag mal, inaktiv wird, nichts mehr macht, dann kann das früher oder später ein Thema werden. Aber solange du ja breit aufbaust, ja, und wenn du, ich sag mal, 5, 6, 7 Führungskräfte hast, dann wird das niemals passieren, ja, selbst bei, je nach Plan, reichen da auch schon 2 Führungskräfte aus, die sehr stark sind, dass das eigentlich nicht passieren kann, ja. Von daher ist es aus meiner Sicht schon immer ein Stück weit theoretisch, ja, aber man muss es halt eben auch dazu sagen und genau, lange Rede, kurzer Sinn, solange wie keine Differenz da ist, gibt es dementsprechend natürlich auch keine Provision. Okay, das war's, was du zum Breakaway-Plan wissen solltest. In diesem Sinne wünsche ich dir ja maximalen Erfolg und bis zum nächsten Video.